Begib dich zum Ende des Dammkais. Gib Acht, dass sich die Wachen nicht entdecken, die in der Gegend patrouillieren. In der Nähe eines der Container ist ein Messer versteckt. Es könnte dir nützlich sein. Hol dir das Messer. Da muss ich ja meine Kettensäge abgeben, das ist aber schade. Okay, dann wollen wir mal. Wir schleichen gleich von vorne rein. Schaut er in unsere Richtung? Ne, der geht nach hinten, ne? Ja, ich glaube schon. Ach komm, wir sind so weit weg und das Wasser plätschert so laut. Wir können uns doch nicht mitkriegen hier. So, jetzt aber. Jetzt sollte man wieder langsam gehen. Du musst an den Wachen vorbei und den Eingang zum Generatorraum finden. Okay. Wo ist er denn? So, jetzt aber. Finally, some action around here. Was? Was war das denn? So, dann machen wir das eben so. Ja, das war jetzt nicht die Variante, die ich im Sinn hatte. Aber gut, was soll's. Irgendwie wollte die Steuerung gerade nicht so wie ich. Machen wir weiter. Du musst unbemerkt bleiben. Wirst du entdeckt oder machst zu viel Lärm, wird das ganze Gebäude alarmiert. Drück in der Nähe eines Generators Eingabe, um die Ladung zu platzieren. Du brauchst eine Ladung für jeden Generator. Any sign of him yet? Not yet, but we've locked the quay entrance and the cops are on the way. Na gut, dann wollen wir mal. Oh. Gut, dann müssen wir mal schauen, wie wir hier am besten gehen. Wo ist denn hier? Da drüben ist die Wache. Wie läufst du, mein Freund? Läufst du überhaupt? Wo bist du denn? Aha. So, jetzt. Oh, echt jetzt? Na, das hat ja super geklappt. Das mit dem Messer klappt nie, habe ich das Gefühl. Okay, sie haben zwar den Alarm, aber sie wissen nicht, wo ich bin, weil ich im Schatten stehe. Das ist sehr schön. Ja, keine Ahnung. Ah, endlich mal. Wunderschön. So, wo ist der andere? Weiter hinten. Okay, ich sehe ihn. Schalten wir doch erstmal die Wachmänner aus und dann sehen wir weiter. Schnell in den Schatten mit uns. So, das wäre jetzt natürlich ein herrlicher Moment, um ihn zu holen, aber man weiß nicht, wann er sich wieder umdreht. Das ist das Problem. So, haben wir den auch. Großartig. Na dann, können wir uns ja mal heranmachen. Da oben ist ja auch einer. Der hat mich nicht gesehen, das ist gut. Weiß nicht wieso, aber... Den haben wir auch. So. Dann müssen wir ihn eben auch so ausschalten. Drüben ist noch einer, sehe ich gerade, aber der muss jetzt mal bleiben, wo er ist. Der wird schon noch von uns versorgt werden. Zu dem kommen wir schon noch. Erstmal müssen wir hier oben die Turbinen abarbeiten. Na, wirst du mal? Danke. Gut. Okay. Ach, das ist der Mitarbeiter da drüben, oder? Der jetzt noch angezeigt wird? Das ist gar kein Wachmann mehr. Okay, dann soll er bleiben, wo er ist. Soll er weiterarbeiten? Ich werde ihn nicht abhalten. Solange er mich nicht stört. Aber er wird bestimmt gleich... Ja. War klar. Weil er wird sich natürlich uns widmen. Tut mir leid, aber du warst sehr gewollt. Okay, damit ist das erledigt. Alle Generatoren sind mit Sprengladungen versehen. Geht zum Ausgang. Wir könnten auch auf dem Weg raus, auf dem wir reingekommen sind, aber das wäre wahrscheinlich wieder mal zu unspannend für CJ. Wir müssen einen anderen Weg wählen.
Tja. Shit, they must have took a wrong turn someplace. What the fu- Oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Scheiße. Du hast nur eine Wahl. Geronimo! Von da aus mit dem Kopfsprung? Na, herzlichen Glückwunsch! Das gibt Respekt für uns. Wir haben eine weitere Vorbereitungsmission geschafft. Auch wenn wir momentan noch nicht so richtig wissen, was genau uns das jetzt eigentlich bringt. Und, oh, hier drüben gibt es ein Wasserflugzeug. Das ist aber schön. Das werden wir, glaube ich, gleich mal nehmen sogar. Das geht dann etwas schneller wieder zurück nach Las Venturas, als wenn wir jetzt hier mit dem Boot und so fahren. Ja, ich glaube, ich nehme auch das Flugzeug und nicht den Heli. Das sollte noch ein bisschen schneller sein, auch wenn mir der Heli von der Bequemlichkeit her eher liegt. Aber ich will ja jetzt auch gar nicht hier irgendwie groß mit dem Ding rumfliegen. Ich will ja einfach bloß in die richtige Richtung. Und dann können wir ja auch aussteigen mit dem Fallschirm wahrscheinlicherweise. Ich hoffe, ich habe einen. Ansonsten habe ich Pech. Gut. Wir kommen vorwärts auf jeden Fall. Also, Las Venturas hat schon einiges an Missionen für uns jetzt bereitgehalten. Sowohl Ken, ich glaube Ken, ja Ken auch. Sowohl Ken, ja klar, wir sind ja mit Ken noch nicht fertig, als auch Woozy werden uns noch beschäftigen. Wir werden diesen Bankraub auf jeden Fall noch durchziehen müssen. Casino-Raub, nicht Bankraub. Und wir werden noch einen anderen Handlungsstrang beenden, der von Anfang der Geschichte an besteht. Naja, was heißt Handlungsstrang beenden? Sagen wir mal so halb. Also einen von zwei Mitgliedern des Handlungsstrangs, wenn man so will. Wir werden sehen, was ich meine, wenn die Zeit gekommen ist. Aber vorher müssen wir hier in Las Venturas erst noch klar Schiff machen, sage ich mal. So. Zeit zum Absprung. Wir haben glücklicherweise einen Fallschirm, das wäre jetzt sonst etwas unbequem geworden. Das Ding fällt zu Boden wie ein Stein, das ist Wahnsinn. Tut mir leid für den Autofahrer, der hat ein bisschen Pech gehabt jetzt dabei. Ja, in Las Venturas muss man damit rechnen, dass plötzlich irgendwelche Flugzeuge vom Himmel gestürzt kommen, die einem kurzerhand mal das Auto in die Luft jagen. So ist das hier. That's business. Okay, ich lass mal hier die Finger von der Taste, dass wir nach vorne segeln. Wir wollen natürlich schnell nach unten kommen eigentlich. So. Bulle? Oh ja, tatsächlich. Ein Bulle. So, auch das wäre geschafft. Und ich muss sagen, hier sieht es noch immer sehr danach aus, als ob Strom da wäre. Keine Ahnung, was genau wir jetzt bewirkt haben. Aber gut. Das soll nicht mein Problem sein. Ein weiterer Anruf. Ist es schon wieder Catalina? Hallo? Carl, it's me, Ken. The Leon family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula's. We're screwed. It's war for control of Venturas, man. War. War. There's word of some triad visitors, something that should keep them busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. Salvatore de Leone, also der Name gehört, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu GTA 3. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher, denn GTA 3 habe ich zwar auch schon zwei, drei Mal gespielt, aber das ist schon eine ganze, ganze Weile her und ich kann mich da nicht mehr sehr dran erinnern. Also, GTA 3 ist wirklich der Teil der drei hier, der mir wirklich am allerwenigsten geläufig ist. Schauen wir mal. Cop Wheels. Alright, here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Ow. So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me. And we're gonna go get some cop wheels. You get the Packer. Hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you.
Also dann, wir müssen 4 Polizeimotorräder klauen und Teil auf der Ladefläche des Packer Trucks zu stauen. Das wird ambitioniert, weil wir haben, glaube ich, eine bestimmte Zeit dafür, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ist eins. Okay, ich glaube, mit dem fangen wir auch direkt an. Na dann. Wollen wir mal. Genau. Der Packer fährt am Startrand herum, aber du musst dich beeilen. Er ist bald weg. Warum auch immer. Ich meine, Woosies Kumpel könnte ja auch einfach weiterfahren. Dort. Das ist ja nicht so, als ob da irgendein Problem wäre. Aber natürlich, es muss eine Zeitvorgabe geben, sonst wäre es zu einfach. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir das mal einfach so hin. Ich habe keine Ahnung, wie genau sie sich das gedacht haben, warum der jetzt da irgendwann weg ist. Aber naja, die Mission will es halt so. Halt! Ah! Diese Mittelleitplanke immer. Die sieht man doch so schlecht. Okay, passt aber. Wir sind genau an der richtigen Stelle. Ich muss mich mal auf den hier draufstellen. Oh! So war das nicht gedacht. Glück für den betrunkenen Herrn oder die betrunkene Dame da. Ich habe es gerade gar nicht gesehen, was es war. Ich fahre das Motorrad auf dem Packer Truck und ich habe jetzt 2 Sterne. Das ist sehr, sehr ungünstig. Das war jetzt auch wirklich nicht so geplant. Ich hätte nicht erwartet, dass der sofort stirbt und dass ich deswegen 2 Sterne kriege, ehrlich gesagt. Aber gut, was soll's. Wir haben das erste Motorrad schon mal sichergestellt. Sind recht gut in der Zeit. Oh, Alter, echt. Vor dir fährt ein Packer, fahre mit gleichmäßiger Geschwindigkeit drauf. So, das wäre erledigt. Dann müssen wir mal weiterschauen. Gut, dass der so schnell bremsen kann. Okay, schnell weg. Ich fahre dann mal weiter. Danke fürs Anschieben von dem hinter mir. Und dann schauen wir mal, wo ist denn der nächste? Irgendwo? Irgendwo? Ich sehe gerade irgendwie gar keinen. Doch hier. Das Grün ist so schlecht sichtbar. Ja, der ist dann der nächste. Gut, dann geht's auf den Strip für uns. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Wir ziehen einfach mal durch hier. Doch, ich glaube, wir müssen auf den Strip eigentlich. Wir müssen mal irgendwie links rüberkommen. Lass mal hier lang fahren. Ah, nee, hier vielleicht nicht gerade. Ach Gott, Strip, ich bin noch an einer ganz anderen Ecke. Total verwirrt bin ich. Okay, aber es sollte eigentlich so gehen, wenn wir hier am am Flughafengelände langfahren. Dann müssten wir eigentlich irgendwo, ja genau, hier, ach, am Krankenhaus, alles klar. So. Ey, du da. Gib mir mal dein Bike. Dann müssen wir ihn halt runterrotzen, ist mir auch recht. Wenn wir es denn hinkriegen. Ups. Klappt nicht so richtig, ne? So, dann eben auf die Art und Weise. Wir haben sowieso schon 2 Sterne, das ist auch egal jetzt hier. So. Ja. Fahrt ein bisschen hier durch die Gegend. Hab nichts dagegen. Dann können wir es jetzt auch auf die Rambo-Art und Weise machen. Ist mir recht. So, jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir den Packer finden. Zeit sieht ganz gut aus, muss ich feststellen. Davon ist der Packer. Okay. Oh, ein Bulle. Ein Bulle, der mich nicht in Ruhe lässt. Ja, warte. Ich muss das mal richtig drauf hier. Ich habe da irgendwie nicht richtig drauf gestanden. Okay. Jetzt sieht es besser aus. Wunderbar. Okay. Warum nicht? Kann man so machen. Au! Alter! Wenigstens sind die Bullen weg. Immerhin was. Immerhin etwas. Okay, weiter geht's. Ja, da beide in der gleichen Richtung sind, brauchen wir jetzt gar nicht auf die Karte schauen. Dann reicht es ja einfach, wenn wir in die Richtung fahren und dann vor Ort schauen, welcher näher ist. Gut, Zeit sollte sehr schön passen eigentlich. Also wenn ich nicht schleiche, dann habe ich den dritten vielleicht so...
Alter, da habe ich den dritten vielleicht sogar schon, bevor die Hälfte der Zeit abgelaufen ist. So, machen wir hier lang. Kommt natürlich auch drauf an, wo die jetzt genau sind. Aber einer müsste eigentlich hier relativ in der Nähe sein, würde ich denken. Wenn wir ihn natürlich erst wieder runterholen müssen mit seinem Motorrad, dann... Naja, dann wird es natürlich wieder ein bisschen anstrengender, ein bisschen zeitintensiver, aber geht schon. Gut, wo haben wir ihn denn? Aha. So, meine Freunde. Guten Tag. Das war ein freundliches Hallo von mir. Interessanterweise kommen wirklich keine Sterne. Was? Wo ist der denn hergekommen? Oh, jetzt war ich so verwirrt von den Polizisten. Steigst du wieder auf? Oh, weiter, weiter, weiter. Los. Jetzt war ich so verwirrt von den Polizisten, dass der irgendwie von der Decke gesegelt kam. Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Wir sind genau am richtigen Ort. Der Packer ist gleich hier. Und ich habe es tatsächlich geschafft, bevor die Hälfte der Zeit abgelaufen ist. Haha. Bleibt noch einer. Ein letztes Motorrad. Ah, echt schon wieder. So, schnell ins Auto. Danke fürs Losfahren, das war sehr gut. Das hat mir gleich ein bisschen Abstand zu den Bullen gegeben. Da können wir auch gleich direkt auf dem Highway bleiben hier. Und die Runde rumfahren, siehst du mal, das ist auch ganz in der Nähe. Wie komme ich denn hier hoch? Komme ich hier überhaupt irgendwo hoch? Doch bestimmt hier vorne an der Brücke, oder? Huch. Ah, das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus. Wenn ich es denn über diesen Sand schaffe... Ach komm, was soll's. Wir gehen zu Fuß. Oh, vielleicht ist das auch keine gute Idee. Ich weiß es nicht. Ich schnapp mir einfach das Motorrad und hau ab. Komm. So, runter mit dir. Das ist mein Motorrad. Kauf dir ein eigenes. Weg da! Hui, da kommt auch der dritte Stern dazu. Naja, ist jetzt aber auch egal. Für das kurze Stückchen bis zum Packer sollte das in Ordnung gehen. Ich glaube, da können wir auch mit dem 3 Sternen leben. Selbst wenn sich jetzt ein Heli an unsere Fersen heften sollte. Macht nichts. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Kann ich die vielleicht irgendwie hier runterschießen, oder? Ah, okay. Zumindest das. Mal sehen, ob es hilft. Ich weiß es nicht. Ja, danke schön. Nein! Da explodiert der Packer auch. Verdammte Scheiße. Okay, das war jetzt sehr, sehr uncool. Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen, ist die Frage. Was war denn das? Na gut, dann werde ich den Spaß nochmal machen. Und wenn ich wieder an der gleichen Stelle bin, nämlich kurz bevor ich den letzten aufgesetzt habe, dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Und da ist das letzte Motorrad auf unserer Liste. Und diesmal steht auch kein Wagen im Weg. Ist das nicht schön? Wir haben es geschafft. Okay, that should do it. Take care of those bikes. Now get out of here. Damit ist diese Mission erfüllt und wir haben ein großes Stück unserer Vorbereitung erarbeitet und ich glaube, wir haben nur noch eine größere Aufgabe vor uns, nämlich, wir haben es schon gehört, wir brauchen den Transporter, der umlackiert werden muss und den müssen wir irgendwo herkriegen. Ja, und dieser Transporter, der wird auf unerwartete Weise beschafft, sage ich mal. Also, CJ ist gut darin, sich seltsame Wege auszudenken, um seine Ziele zu erreichen. Und das sind meistens Wege, die es viel komplizierter als nötig machen und auch viel gefährlicher dadurch, die aber einfach fancier sind als die einfachen Wege. Gut, was soll's. Ich kann damit leben. Solange es irgendwie machbar ist am Ende noch. Was ist denn hier mit der Beleuchtung los? Muss am Strom liegen.
den CJ ja angeblich ausgeschaltet hat. Gut, egal. Wir haben das erstmal geschafft und damit würde ich sagen, speichere ich das. Und damit geht's auf zur nächsten Mission. Für unseren Casino-Raub.